drin. Und jetzt schön in die Ecke. Zack. Das ist es noch nicht. So, das machen wir nochmal. Das ist ein bisschen schief geworden irgendwie. Zack. So. Ja, good enough. Good enough. So. Dann kommt als nächstes diese Seite dran. Zack. Und wir drehen uns das hier wieder zurecht. Da bündig, hier ein bisschen drüber. Das müsste ungefähr so sein. Sehr schön. Ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Betrachten wir mal unser Werk. Ja. Das sieht gar nicht schlecht aus. Gut, dann kommen wir zum nächsten integralen Bestandteil so eines Rovers, nämlich Rädern. Die bauen wir jetzt auch noch kopflegrig an, weil die sonst ja auch wieder im Boden stecken und dann springt das Ding wahrscheinlich wieder sonst wohin. Das heißt, wir nehmen uns jetzt mal, na, wie viele können wir mitnehmen? Zwei, exakt zwei. Gut, wir nehmen uns mal zwei Räder mit, das passt ganz gut. Können wir erstmal testen. Ich habe auch ein paar Ersatzräder noch mit, falls irgendwas nicht so funktioniert. Ach, da ist der Rover. Jetzt war ich kurz ein bisschen verwirrt. So, aber bevor ich diese anstrengende Aufgabe des Räderanbauens mache, lasse ich euch mal kurz Zeit zum Applaudieren, wie gut das mit dem Rover läuft, und ich nehme einen Schluck Bier zur Belohnung. Das wird der verdammt nochmal beste Rover ever. Kann ich euch jetzt schon sagen. So, ohne jetzt allzu viel Eigenlob anwenden zu wollen, natürlich. Ach, wir fangen vorne an. Kommt. Warum mit Traditionen brechen? Wir haben vorne auch zuerst angebaut. Wo ist das denn jetzt schräg? So. Kurz gerade hinstellen. So. Und Räder. Ach, guck mal. Direkt auch richtig rum erkannt. Alles super. Und Rad dran. Oh oh, ich hatte befürchtet, dass er sowas tut. Ah! Pock. Pock. Gut, das sollte sich gleich ausgleichen, wenn wir das andere Rad ranbauen. So, ich hatte den jetzt unterkant bündig. Best Moon Rover ever. Und ich bin noch nicht mal fertig, Carbonization. Noch nicht mal fertig. Ich habe gerade erst angefangen. So, das müssen wir einmal drehen. Schön den Sweet Spot suchen, wo das an der Kante sitzt, damit das relativ gleichmäßig ist. Wie gesagt, ich will damit jetzt keine Rennen auf dem Nürburgring fahren, aber ich will halt auch nicht drauf gehen. So. Mit O und ohne H. Sehr schön. Sehr breite Spurlage auf jeden Fall. Das sollte ganz gut beim Fahren gehen. Hoffe ich zumindest. Wir werden es dann sehen. Über die Fahreigenschaften dieses Geräts bin ich mir noch nicht so bewusst. Erst recht nicht auf dem Mond. Gut, die nächsten zwei Räder. Jetzt kommt der hintere Part dran. Ja, das können wir noch nicht mitnehmen. Also wir haben dann auch noch Solarzellen und Batterien und so. Und natürlich Live-Support, den wir ranbauen können. Aber erstmal müssen wir gucken, dass wir mit den Rädern fertig werden. So. Also, schön ordentlich und vorsichtig arbeiten hier, damit das alles gleichmäßig wird und sich das nachher gut fahren lässt, dass es nicht irgendwelche Toten und Verletzten gibt. Wir haben nämlich keinen Medic mitgenommen. Der erste Medic wird dann auf der Raumstation ausgebildet. So. Sehr schön. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir das machen. Ich glaube, wir heben das Ding mal kurz an und drehen es ein bisschen auf die Seite, dass wir gut arbeiten können, weil da komme ich jetzt ganz schlecht ran zum Randschrauben. Und das wäre auch wieder im Boden drin. Das ist, versuchen wir mal zu vermeiden.
So. So, wir kippen ihn einfach mal ein bisschen. Das hat nicht so gut funktioniert. Das machen wir nochmal. Was denn jetzt passiert? So. Zack. Hä? Warum passiert das? Irgendwie macht er komische Sachen. Na gut. Also. Nicht zu nah am Raumschiff. An der Base. So. Nee. So leicht in die Richtung geneigt. In der Hoffnung, dass er in die Richtung auch umkippen wird. Ah, die Physik ist ein wunderbares Wesen und voller Verlass. Voller Verlass. Sehr schön. Dann können wir das zweite Rad jetzt anbauen. Also das vierte dann insgesamt, aber das zweite hinten. Bitte stillhalten, Rover. Bitte. Können wir uns irgendwie einigen, wie du jetzt zum Stillstand kommen willst? So, ja. So ist okay für dich. Dann ist es für mich auch okay. Gut. Sehr schön. Ich lese auch gleich wieder den Chat. Ich bin gerade nur ein bisschen übermäßig konzentriert unterwegs. Es tut mir leid, dass ich gerade nicht so aufmerksam verfolge, was ihr da so treibt. So, oh, das ist aber fürchterlich schief geworden. Das sah irgendwie anders aus, als ich es angebaut habe. Nochmal. So. Jetzt sieht das doch besser aus. Sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir direkt mal Probe aufs Exempel. Grab. Zack. Und ich gehe mal rein. Und was ich jetzt mache, bevor ich ihn aufstelle, ich ziehe mal die Bremse an. So, also man kann schon mal einsteigen. Das ist gut. Gut. Oh, das war nicht so schlau, so auszusteigen, aber nein. Aus Flachkörper. So. Gut. Also, Licht wieder an. Und jetzt müssten wir das Gerät eigentlich hinstellen können, sagt die Theorie. Schwupp. Ich werde seekrank von den ganzen Drehrichtungen. So. Man kann es nicht komplett über die Erde ziehen. Sehe ich gerade. Man darf nicht über das eigene Modell kommen, dann passieren komische Sachen. Ja komm, in welche Richtung willst du denn gedreht werden? Okay, nochmal. Jetzt ist er so, dann wollen wir ihn so und so weit wie möglich nach oben in der Hoffnung... Ach du Scheiße. In der Hoffnung, dass ich ihn gedreht bekomme. Kann man das so? Nee, dann ziehe ich ja die Sachen ab. Das ist ja jetzt doof. Ich brauche ihn ein bisschen höher. So zum Beispiel. Ist doch gar nicht schlecht. Oh oh, mein Kopf ist drin. Aber er steht. Jawohl. Gut. Ist noch ein bisschen kopflastig, weil hinten ja noch nichts dran ist. Aber... Der Rover steht. Das ist doch schon mal viel wert. Sehr gut. Dann können wir jetzt die nächsten Bauteile rausholen. Das läuft besser als gedacht bisher. Besser als gedacht tatsächlich. Also, wir haben noch mit dabei eine Antenne, eine Batterie. So. Dann gucken wir mal, was im anderen Inventory noch zu holen ist. Noch eine Batterie und zweimal Life Support und die erste Solarzelle. So, sehr gut. So, damit machen wir ihn jetzt ein bisschen stabiler hoffentlich. Indem wir ihm ein bisschen Kram
anbauen. Und zwar kriegt er auf jeden Fall Batterien. Die braucht man nämlich, um mit so einem Teil fahren zu können. Es klingt jetzt verrückt, aber es ist so. Und gleichzeitig haben wir dann auch kleinere Positionslichter. Das schadet wahrscheinlich gar nicht. Um den Rover auch mal im Dunkeln wiederzufinden. So. Hinten mittig lasse ich noch frei. Das seht ihr gleich warum. Ich überlege gerade, ob wir die Live-Support-Dinger... die sollten Gewicht haben, theoretisch. Ich lege die jetzt mal hinten auf. In der Hoffnung, dass uns das ein bisschen ausgleicht. Vom Druck her. So. Gott. So. Er kommt noch nicht wirklich runter mit dem Arsch, der Rover. Mal gucken, wie sich das so verhält. So. Und dann machen wir Folgendes. Jetzt müssen wir kurz ein bisschen umschiften. Also. Ich möchte nämlich den Container, den wir haben, gerne nutzen. Als Kofferraum für den Rover, dass man Sachen von A nach B bringen kann. Also Transporte fahren kann. Und das müsste ihn auch noch mal ein bisschen mehr, wie sagt man das jetzt nett, arschlastiger machen. Kann man nicht nett sagen. Ein bisschen mehr Gewicht auf die hintere Achse bringen. So. Kann man das einpacken? Das ist ja witzig. Guck mal, ich kann ihn als Rucksack tragen. Okay. Oh, ich glaube, auf dem Moonbase Alpha ist gerade der Strom ausgegangen. Das ist ja nicht so gut. Ich muss mal ganz kurz hier gleich den Kram anbauen und dann auf der Moonbase mal den Generator anwerfen. SRS Disengage klingt immer nicht so gut. Witzig. Riesiger Rucksack. Ich wusste gar nicht, dass man die als Container die Container als Rucksack tragen kann. Das ist mir gerade eher so aus Zufall passiert. Ich wollte ihn eigentlich einstecken. Das ist ja total lustig, ey. Mehr Schwerkraft und du liegst einfach da. Wie eine Schildkröte. Wahrscheinlich. So. Zack. Gut. Sehr schön. Damit haben wir hinten einen Kofferraum. Wir müssen gleich mal gucken, was das Ding hier für Probleme hat. Ich steige da jetzt mal ein, um das zu normalisieren und probiere mal ein bisschen zu fahren. Mal gucken, ob das so tut, wie es soll. Shit. Kommt man da gar nicht rauf? Da muss ich wohl das Jetpack benutzen. So. Boarding. Gut, also Licht. Check. Funktioniert. Bremse raus und Vorwärtsmarsch. Und wir sind ein bisschen arg arschlastig, ne? Ups. Wird das wieder normal? Irgendwann? Okay, ich glaube, wir müssen irgendwas nach vorne bauen. Das war ein bisschen zu viel des Guten. Ich glaube, wir sollten gucken, dass wir die... die Life-Support-Tanks, die Dinger hier, nach vorne bauen. Zack. So. Und den auch noch. Zack. Ich glaube, dann kriegen wir es vielleicht ein bisschen ausgeglichen. Na, kommt er runter mit der Nase? Nicht wirklich, ne? Okay. Bremsen kommt da runter. Okay. Okay. Was wir jetzt mal machen ist, wir machen mal den Motor aus. Und den Motor auch aus. Dass wir per Vordertriebwerk nur noch fahren. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Okay, man kann fahren auf jeden Fall.
Der Container hatte keine Halterung. So, aber vielleicht baue ich ihn wirklich mittig drauf. Tatsächlich, einfach damit wir nicht ganz so nach hinten kippen. Weil wenn ich jetzt Gas gebe, doch bergunter geht's, ne? So, jetzt bremsen wir mal. Oh, 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 das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, an der Stabilität können wir noch ein bisschen arbeiten. Aber jetzt kommt Trick 17. Einmal aussteigen, einmal ein Salto machen. Auto nehmen. Auto wieder umdrehen. Auto wieder umdrehen. Bitte. Schwupp. Oh oh. Oh. Bob steht nicht. Aber es ist ein sehr, wie soll ich das sagen, sehr toleranter Rover bisher. Gut. Das ist ein bisschen tief, ne? Ja. Wie kriege ich den denn jetzt vernünftig gepackt? Zack. So. So ist fast gut. Ja, sehr schön. Okay, verdammt, Bremse war nicht angezogen, aber da steht zum Glück die Basis. So, ich muss jetzt mal kurz in der Basis was nachgucken. Also das Prinzip mit dem kleinen Rover relativ stabil, kann man schon mal machen. Das scheint zu funktionieren. Jetzt muss ich nur mal schauen. Ich habe nämlich so die Befürchtung, dass hier der Strom alle ist. In unserer Basis. Und diese Vermutung war korrekt. Müssen wir jetzt mal gucken. Wir haben hier nämlich irgendwo ja unser gutes altes Alkaline Fuel Cell Ding verbaut. Wir können es einfach so machen. Zack. Alkaline Fuel Cell ist da. Okay. Warum kann ich die jetzt nicht anschalten? Ah, nee, oder? Verdammt, genau, die Probe hat keinen Kontakt mehr. Schöner Rückwärtssalto. Die Probe hat keinen Kontakt mehr. Und, hallo, Dosenwurst. Dosenwurst ohne T. Und ich habe gar kein Teil, was Control ausübt. Ich habe gar kein Cockpit oder sowas. Okay, jetzt muss ich erstmal rausfinden, wo dieses blöde Alkaline Fuel Cell Ding ist. Hätte man sich jetzt natürlich auch merken können. Aber so ist ja viel spannender. Hydrogentank. Verdammt. Okay, hoffentlich kriege ich das mit dem Ingenieur angeschaltet. RWPS-Antenne. Hydrogentank. Eigentlich hatte ich doch... Ich hätte jetzt darauf wetten können, dass ich die Fuelzelle neben dem Hydrogentank eingebaut habe. Ah, da ist sie. Okay. Oh, hoffentlich kann man die von außen einschalten, sonst ist es jetzt echt doof, weil es ist eine ganze Weile dunkel hier. Ja, toll. Und jetzt kann ich die nicht einschalten, weil... Wegen... Keine Ahnung was. Ach, so ein Mist, ey. So ein Mist. Okay. Aber ich will kein Experiment von außen machen, ich will die Fuel Cell einschalten. Aber wir haben ja hier noch einen Notfallplan, der da heißt, ich baue jetzt eine Batterie an, schalte ganz schnell um. Dann müsste dieses blöde Teil kurz funktionieren und dann schalte ich die Fuel Cell einfach ein. So, jetzt muss ich nur mal merken, wo die ist. Fuel Cell ist... rechts, unter dem Fenster, rechts vom Eingang. Alles klar. Okay. Nee, es lässt sich nicht drücken. Es lässt sich leider nicht drücken. Also müssen wir es so machen. So, jetzt muss ich einmal schnell wechseln. Hoffentlich haben wir jetzt Strom. Ich hab... das ist die Flagge. Ah. Ah.
Startfuelzelle. Das war ein bisschen knapp, Freunde. Okay, also Lektion gelernt. Nicht ohne ein Control-Modul irgendwo hinfliegen. Weil nachts die Probe natürlich, wenn der Strom alle geht, gar nicht mehr Kontrolle ausüben kann. Was ärgerlich ist, wenn es passiert. Ne? Was sehr ärgerlich ist. So, Situation nochmal ganz knapp gerettet. Das hätte in die Hose gehen können. So, jetzt lassen wir hier mal den Strom aufladen. Gott sei Dank. Ich glaube nicht, dass man das Hatch irgendwie was machen kann. Zumindest eben war da nichts. Ich kann ja mal prüfen, ob das geht, aber ich befürchte, das geht nicht. Huch. So. Open Hatch und Abflug. Schön den Kraken provozieren. So, ich habe eben nichts Neues gesehen dadurch. Nein. Ich kann es abbauen. Herzlichen Glückwunsch. Okay, also, Lektion gelernt. Das ist tatsächlich sehr gefährlich. Machen wir so nicht nochmal. Gut, jetzt werde ich aber mal was anderes machen, nämlich versuchen, ob ich das Ding hier irgendwie weggefahren bekomme. Nicht. Hand Solarpanel. So. Okay. Verdammt. Kann ich das irgendwie schieben? Oh Gott, ich sehe schon den Kraken auf uns zukommen. Komm, schieb ihn. Schieb ihn weg. Genau. Sehr schön. Jetzt einmal an das Fenster gleich ran. So. Wenn er ein bisschen Abstand hat. So. Oh Gott, ich werde gleich überfahren hier. So, ein bisschen rückwärts. Und wenn wir stehen, die Handbremse rein. So. Puh. Ja, schön. Gut. Das Thema auch erstmal gegessen. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir den Container hier nicht irgendwie ein bisschen schicker drauf gebaut bekommen. So mittig mäßig. Nee. Da ging es. Da witzigerweise nicht. Vielleicht muss ich ihn vorher, vielleicht muss ich vorher Platz machen. So. Muss man wieder als Rucksack tragen. Das ist so witzig. Das ist so witzig mit dem Rucksack. Und El Seppo 86 ist jetzt auch ein Kommandant. Wir freuen uns. Also ich freue mich zumindest. Cannot use equipped item because nothing is equipped. This part has only one attach node. Da könnte man noch. Könnte man da so tun? Wie ist das denn jetzt dran? Warte mal. So wäre natürlich gar nicht schlecht. Oh, ob das. Ob es das zerreißt? Ich kann es einfach hinten an die Kabine machen. Ist auf jeden Fall jetzt sehr mittig. Jetzt hole ich mir erstmal meine Batterie zurück, würde ich sagen. Schöner Kofferraum, sehr mittig gelegen. Sieht auch gleich sehr viel mehr Rover-artig aus. War ein bisschen anders geplant, aber hey, wenn es funktioniert, warum nicht? Und der Rusty mit ganz vielen Zahlen ist jetzt auch ein Kommandant. Hallo Rusty und willkommen beim Verein. So, wir testen hier gerade unseren Rover rum. Ich baue jetzt mal die Batterie wieder zurück. Dann müssen wir wahrscheinlich mal gucken, dass wir die Life-Support-Dinger noch ein bisschen mittiger wieder platzieren. Und dann gibt es wieder eine kleine Probefahrt. Mal gucken, was passiert. So, ich würde jetzt die Life-Supports einfach, weiß ich nicht, hier so seitlich ran und fertig, oder? So. Obwohl, ein bisschen weiter nach hinten schadet da wahrscheinlich gar nicht. Hä? Ja gut, jetzt müssen wir sie mal einmal umbauen, weil er sich selber wohl blockiert.
So. Sieht optisch irgendwie schöner aus, wenn sie da hinten sind, finde ich. So. Naja, Batterie wird schon voll gewesen sein, wenn nicht. Wie gesagt, wir können den Rover eh erst, haha, morgen früh aufladen, also auf dem Mond in echt langer Zeit, weil wir gerade erst ins Dunkle gegangen sind. Das heißt, große Touren werden mit dem Rover jetzt eh nicht gehen. Wir können den nur vorbereiten und eine Testfahrt machen erstmal. Aber das ist ja schon mal viel wert, würde ich sagen. Zack. Graben. Und Board. So. Strom ist, naja, ne? Ist besser als kein Strom. Beide Batterien haben ein bisschen Ladung drin. Gut, ich würde sagen, wir fahren mal ein Stück und gucken einfach mal, wie sich das Ding so verhält. Gut, Neo ist begeistert bisher von seiner Arbeit, aber gut, hat er ja auch gebaut. Deshalb, finde ich, hat er da auch nicht so viel zu sagen. Wo ist denn der Bogen? Da ist der Bogen. Okay, das heißt, man muss durch so ein Tal durchfahren. Oh, der Ladezustand dieser Batterie ist nicht besonders gut. Zip. Life Support im Rover ist für... Oh, nicht zu schnell werden. Okay, Bremsen geht auch. 33 Tage hier drin. Das ist also auch okay, wenn man mal eine längere Strecke fahren will. Okay, das geht. Bremsen kann man auch. Gut, also ich würde jetzt gar nicht so weit von der Station wegfahren. Wir können auf jeden Fall in der Gegend rumfahren. Ich denke, es ist kein High-Performance-Gerät. Aber es ist erstmal besser als nix. So. Ja, ich glaube auch den Schwerpunkt könnte man wahrscheinlich ein bisschen nach unten verlegen noch. Indem ich einfach die Räder mal ein bisschen tiefer setze. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Und ich würde die Räder dann einfach nämlich hier oben ansetzen. Das ist jetzt relativ schnell umgebaut. Das hat ja so richtig gar nicht funktioniert. So. Dann können wir wieder Licht anmachen, dann sieht man auch, was man hier tut. So, also wir legen jetzt unseren Rover ein bisschen tiefer. Unseren Rover ein bisschen tiefer. Meine Güte. Schlimmer Satz. So. Damit er ein bisschen stabiler ist. Aber ich glaube, ansonsten ist er jetzt relativ okayisch. Also dafür, dass der aus IKEA-Teilen quasi zusammengeflanscht worden ist. Guck mal, so sieht, liegt er auch gleich ein bisschen schöner. Ja. Zack, 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 zack. Gleiches Spiel hier drüben nochmal. Und einer noch. So, dann kommt noch eine letzte Testfahrt. Und ich glaube dann... Oh, jetzt habe ich versucht, mich zu bewegen. Das ist natürlich nicht so schlau. Und dann können wir, glaube ich, mal... unsere Pause einplanen, damit ich ein paar Kerbals umbenennen kann. Aber vorher muss ich erstmal gucken, wie die Kerbals heißen. Also das machen wir dann noch zusammen. Keine Sorge, also ihr müsst noch nicht auf Klo wegrennen. So, letztes Rad. So, jetzt hier geschmeidiger, tiefer gelegter. Er liegt immer noch mehr auf der Hinterachse, ne? Hier kommt, dann nehmen wir die Life Supports wieder nach vorne. Und zwar hier drauf. Einfach um ein bisschen Gewicht nach unten zu bringen. So. Schauen wir mal. Ist ja ein kleiner, robuster Rover. Zack. Und zack. So. Ich hoffe, dass das Ding jetzt halbwegs hält und auch halbwegs fährt. Da machen wir jetzt nochmal eine Probe aufs Exempel mit der Restbatterie, die wir noch haben. Oh, jetzt kann man auch wieder reinklettern. Das ist schon mal ein schöner Vorteil. Es ist aufgeschaukelt jetzt leider dadurch. Aber man kann scheinbar klettern. Jetzt nicht mehr. Na gut, dann machen wir das wieder per Jetpack. Zack. Board. So. Ich bin gespannt. Bremse raus und los geht's. Ach, guck mal, und jetzt driftet er aber um auf kopflastig, ne? Obwohl beim Fahren scheint okay zu sein. Nicht die Fahne umfahren.
Okay, also er liegt jetzt auf jeden Fall satter auf der Straße, insofern man hier von Straße sprechen kann. Fährt sich gar nicht so schlecht. Bremsen ist gefährlich. Okay, kopflastig. Pop. Ja. Komm, dreh dich. Jawohl. Bremse rein. Jetzt kommt er wieder zurück. Komm, bremse wieder raus. Bremse rein. Yay! Der erste Rover, der auch rollen kann. Okay, jetzt macht er echt komische Sachen. Ich nehme mal die Bremse lieber wieder raus. So, mit automatisch Überroll-Dingsbums-Ding. So. So, genau. Der Rucksack ist natürlich noch leer. Da kann man noch Sachen reinpacken. Gut, und jetzt machen wir die Bremse rein, steigen hier erstmal aus. Und ich würde sagen, das lassen wir soweit mal gelten. Also wenn man da ein bisschen Gewicht noch hinten in den Kofferraum reinpackt, dürfte er wahrscheinlich halbwegs fahren. Ja, Bremse. Ja, Bremse vorne deaktivieren ist eine sehr gute Idee. Das können wir machen, wenn wir das nächste Mal drin sitzen. Versucht mich mal daran zu erinnern. Damit sollten wir solche Überschläge hoffentlich vermeiden, dass er einfach über die Hinterachse bremst. So, und jetzt steigen wir hier mit Schnorpel mal wieder ein. Der hat sein Tagwerk für heute getan. Die Erforschung wird dann Pitt als Scout übernehmen. Der macht den Ausflug dann. Aber dafür brauchen wir erstmal... Achso, Mist, ich muss noch... Hahaha, Tagwerk getan. Genau, da war ich wieder ein bisschen zu vorschnell. Hopp, der gute alte Neo-Rückwärtssalto. Er steigt übrigens... Achso, ich könnte natürlich einfach mal die Leiter ausklappen, die ich da mitgebracht habe, ne? Naja, so Leitern sind ja gar nicht so schlecht. Ich baue schon mal die Solarpanels noch an. Nicht nur groß reden hier, sondern einfach mal Solarpanels schon mal anbauen. Die habe ich nicht die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt. So. Dann haben wir nämlich schon mal alles vorbereitet für... Es ist wieder Sonne da. Zack. Zack. Und zack. So, dann können wir noch eine Antenne vorbereiten. Ne, da schon mal nicht. Ja. Gut. Sehr schön. Rover ist vorbereitet. Wir brauchen jetzt nur noch Tageslicht für unsere Ausflugstour. Wann wird's mal wieder richtig Sonne? Ja, das ist jetzt der Haken an der Sache. So ein Mond dreht sich halt sehr langsam und wir sind... vor, weiß ich nicht, ein paar Stunden aus der Sonne raus, würde ich sagen. Und also jetzt, wenn es die Erde wäre, würde der ganze Spaß 28 Tage dauern. Ich glaube, bei Kerbin sind es 6 Tage, wenn mich nicht alles täuscht. Ein Monat quasi. In der Zeit rotiert der Mond einmal um sich selbst und einmal um Kerbin. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich so 3-4 Tage in der Dunkelheit verbringen und so lange von der ollen Fuelzelle leben müssen. Was auch ziemlich kacke ist, aber... lässt sich jetzt halt nicht vermeiden. So. Die können wir aber draußen lassen eigentlich. So, aber unser Strom ist wieder aufgeladen. Jetzt muss ich mal gucken, wie schnell der sich entlädt. Stop Fuel Cell. 2,1 pro Sekunde bei 4000 sind 2000 Sekunden. Heißt, in einer Stunde ist der Strom wieder leer. Nicht mal. Irgendwas verbraucht hier fürchterlich viel Strom. Jetzt müssen wir mal gucken, was das ist. Ist es die hier? Nein. Ich befürchte, es ist irgendwas von dem Zeug hier. Habitat nimmt schon mal ordentlich was raus. Ich befürchte aber, es ist wahrscheinlich auch der Life Support hier. Ja. Oh, das frisst richtig. So, ich glaube, wir müssen jetzt mal so ein bisschen in Hibernation-Mode gehen. Ach, hier kann man auch hibernaten, oder? Hibernation. So. Gut. Können wir im Hibernation-Mode die Fuel Cell starten? Das können wir. Sehr gut. Okay.
Gut, wir sind jetzt so im Minimum Survival Mode. Das heißt, wir haben jetzt Habitation für 9 Tage und 2 Stunden gerade nur. Das können wir aber jederzeit wieder hochpushen, oder? Ja. Okay, alles klar. Und wir haben erstmal Homesick werden die in 194 Tagen. Also in 9 Tagen links, das ist dann halt so. Wir haben jetzt Supplies für 67 Tage erstmal nur. Das können wir dann durch den Live-Support natürlich natürlich wieder ein bisschen verbessern. Ah, schön ist nicht. Okay, also das ist wir haben auf jeden Fall ja ein bisschen Oxygen und Hydrogen mit dabei. Ich muss jetzt mal gucken, wie viel der verbraucht, wenn ich den starte. 006 und 003 von 22.000. Mag das mal jemand durchrechnen, wie lange das hält? Ich habe gerade keinen Taschenrechner parat. Vielleicht lassen wir auch einfach die Fuel Cell laufen, bis es wieder hell ist. Damit ich nicht so ohne Habitation und alles dastehe und meine ganze Live-Support-Sache verbrauche. Zack, zack, zack. Also ihr könnt das mal bitte durchrechnen, wenn wir diese Mengen an Oxygen und Hydrogen haben mit ungefähr diesen Mengen an Verbrauch pro Sekunde. Hydrogen für 23 Körbentage. Okay, das reicht uns, um wieder in die Sonne zu kommen. Das heißt, wir können damit ein paar Mondumläufe durchhalten, weil wir es dann mal wieder ausschalten können. Okay, ich würde sagen, wir bereiten jetzt mal die kurze Pipi-Pause inklusive Körbel-Umbenennung vor. Ich muss mir dafür jetzt aber einmal die Körbels notieren, wie sie denn so heißen, die wir reingeholt haben.